Zum Pfingstfest grüße ich Sie und euch wieder aus der Kirche in Obernhofen. Wir sind räumlich getrennt und doch verbunden im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zekem jelen. Ich probiere etwas zaghaft, das auszusprechen. Bin unsicher, ob ich die Worte richtig gehört und aufgenommen habe. Und die beiden jungen Eritreer lachen sich schlapp über meinen Versuch, zwei Worte in ihrer Sprache auszusprechen. Schließlich kommt dann doch die Bestätigung. Sie haben es verstanden. Aber ein bisschen mehr Lob hätte ich mir schon erwartet. Aber egal, lache ich halt mit über mich und meinen bescheidenen Versuch. Hauptsache, wir lachen miteinander. Das ist schon mal eine Sprache, die wir alle können. Szenenwechsel. Haushaltsgerätefachmarkt. Wir brauchen einen neuen Herd. Der Verkäufer versteht, was wir suchen, berät uns hervorragend. Aber ich warte die ganze Zeit nur auf den Moment, wenn ich fragen kann: Entschuldigen Sie, wo kommen Sie denn her? So wie er das R rollt, kann er doch nur vom Westerwald sein. Und richtig, er ist von Herborn-Seelbach, gar nicht weit von meinem Heimatdorf. Und als das geklärt ist, haben wir uns gleich eine Menge zu erzählen. Auf Westerweller Platt. Muttersprache. Die Muttersprache ist die Sprache, die meinem Herzen am nächsten liegt. Nirgends fühle ich mich so zu Hause wie in ihr. So vertraut, so geborgen. Muttersprache ist Heimat. Aber trotzdem, immer daheim bleiben mag ich nicht. Es ist auch schön, wenn man rauskommt, anderes kennenlernt, andere Klänge hört. Bonjour, Madame. Und buon appetito, amici. Rausgegangen sind auch die, die damals an Pfingsten zusammengekommen waren. Von allen Ecken und Enden sind sie zum Wallfahrtsfest nach Jerusalem gekommen. Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Schon um 9 Uhr ist ordentlich was los in der Stadt. Man weiß ja, es wird noch heiß werden. Also lieber in der Frühe eine Runde drehen, anderen einen Morgengruß zurufen. Wie heißt nochmal Guten Morgen auf Phrygisch? Ein kleines Päuschen ist nicht schlecht. Die Schattenplätze sind schon alle belegt, aber in der Sonne ist es auch noch zum Aushalten. Hinsetzen, sich umgucken, durchatmen, dem Stimmengewirr lauschen. Und dann kommen da welche, stellen sich mitten auf den Platz. Die haben sich hervorgewagt, sind endlich wieder rausgegangen aus der Angstquarantäne, in die sie sich verkrochen hatten nach Jesu Abschied. Petrus und die 11. Sie beginnen zu reden, belebt, bewegt, gestärkt von Gottes Geist. Atem Gottes, der immer schon da ist. Trost, der trägt. Frischer Wind, der in die Isolation fegt. Funke, der überspringt. Feuer, das zündet. Wer Ohren hat zu hören, der hört. Hört, dass die, die da reden, was zu sagen haben. Und ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Parther und Meder und Elamiter, Kreter und Araber. Da in dem Stimmengewirr hören sie eine Sprache, die direkt ins Herz geht, einfach und klar. Das kommt vom Heiligen Geist. Er spricht in der Muttersprache, von der Kraft, die von Jesus ausgeht, von der Liebe, in die er uns hineinnimmt, von der Besonnenheit, die von ihm ausgeht.
Und sie haben diese Worte mitgenommen, nach Pontus und in die Provinz Asia, nach Phrygien und Pamphylien. Und dann auch an Orte, in denen man sich mit Buongiorno grüßt oder mit Kalinichta verabschiedet. Oder wo man einfach immer Servus sagt. Gemeinschaften sind entstanden, Kirchen, Räume, die Heimat geben. Gottesdienste in vielen Sprachen. Das ist der Reichtum unserer Kirche, der Reichtum unserer Welt. Und immer mal wieder schaut der Heilige Geist rein in die verschiedenen Gemeinden, spricht zu den Herzen der Menschen, einfach und klar und immer in der Muttersprache. Gott liebt dich, so wie du bist, und du kannst lieben, bist begabt, kannst gute Worte finden für die anderen. Du bist verbunden mit vielen anderen. Ihr seid eins. Ons. Sekem Jelen heißt übrigens kein Problem. Auf Westerweller Blatt ganz einfach Goat. So wird's gemacht. Gott, schicke den Heiligen Geist in die Welt, dass wir hinausgehen und aus uns herausgehen, dass wir zuversichtlich sind und besonnen, dass wir uns freuen, dass wir aufrecht gehen ohne Hochmut, dass wir jedem die Hand reichen ohne Hintergedanken und deine Kinder sind in allen Teilen der Welt eins und einig. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.